So, dann lassen wir die beiden mal einfach von allem, was hier in der Nähe ist, Zeug holen. Ich hoffe mal, dass sie auch mehr holen als nur Leder. Ja, die plündern jetzt das Leder erstmal weg. Ich hoffe, dass sie auch irgendwann was anderes machen. Gut, Müller. Gehst heiraten? Hat kein Ehepartner. Wo ist denn meine Unverheiratete? Wo soll das eigentlich da drüben sein? Welche Nahrung einstelle? Wollen Sie dann Nahrung? Oder holen Sie weiter Leder? Ne, Sie holen einfach weiter Leder, okay. So, du bist erwachsen. Du wirst zum Kundschafter. Du malst jetzt dein Mehl und dann heiratest du. Gut, dann sage ich einem von euch beiden mal, er soll hier drüben arbeiten. So, du einen Jungen. Du einen Jungen. Und du ein Mädchen. Du kannst trainiert werden. Du kannst trainiert werden. Du bist auf dem Weg nach hier oben. Kannst dir hier einen Snack gönnen. Hallo Amigo. Mio, willkommen zu... Hey, ihr seid das ja wieder. Meine Freunde, los Vikingos, wie ihr seht, führen alle Wege immer zu Miguel. Der Miguel hat alles, was euer Herz begehrt. Heute habe ich Cerveza Fra im Angebot. Greift zu so einem Preis bekommt ihr nur bei mir. Was? Ja, wen? Wen habe ich da jetzt entdeckt? Ja, wen? Wo staut? Ach, das ist mal interessant, ein Handelskarren. Der Typ ist mir aber neu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist der jetzt immer irgendwie auf den Maps? Und ich habe ihn auf der letzten übersehen. Ja. Er zählt schon mal nicht als Nation. Ja. Wahrscheinlich kann ich ihm keinen Krieg erklären oder sowas. Oh, hier wäre Gold. Ja, will. Gold und Eisen. Ja. Gut.
Ja, will? Ja. Ja? Was verkauft er denn so alles? Nahrung für Geschirr. Bier für Möbel. Bier für Holz? Also Pilze für Holz. Pilze für Holz. Gold für Eisen. Schuhe für Weizen. Ja, will. Ja, will. Habe ich mir hier nicht noch auch ein Kind gewünscht? Du bist ein Junge? Du bist ein Mädchen? Ich habe doch nur zwei Kinder bis jetzt, hä? Ja, ein Junge und ein Mädchen. Ja, will. Also ja, falls wir gegen die Wächter zu Felde ziehen müssen, wissen wir schon mal, wo wir die Ressourcen für unsere Waffen herkriegen. Hier gibt es auch genug Wald noch. Ah ja, hier ist mehr als genug Eisen, wenn das der Fall sein sollte. Wir müssen uns jetzt aber erst einmal auf... Ja, Werkzeugschreinerei steht schon seit einer Weile leer. Na, jetzt wird aber das Leder wirklich weggenommen. Also ja, Miguel, mexikanischer Händler, sehr schön. Okay, schnappen wir uns mal hier was zu essen. So wie es aber aussieht, sind das wieder hauptsächlich Level 1 Gegner. Also brauchen wir uns jetzt keine zu große Armee aufbauen. Ich schätze mal so 15 Schwertkämpfer und 10 Bogenschützen dürften reichen. Ja, und näher komme ich euch nicht, weil ich habe keine Lust, vor euch wieder angegriffen zu werden. Ja, will. Ja. Ja, will. So, du bist erwachsen, gut. Kannst dann Ingi heiraten, wenn er erwachsen ist. Der wird dann nämlich nachher auch unser Druide, nachdem er Pilzsammler war. Ach, du schläfst gerade gut. So, wo sind die beiden jetzt? Da. So,
So, deck mal noch das bisschen da oben auf, einfach, dass es weg ist. Farmer. Ich glaube, den Zipfel da im See, den kannst du nicht aufdecken. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig, den aufzudecken, glaube ich. Oder? Ah, doch, fast. Ja, damit kann ich leben. Und dann gehen wir hier bei den Birnbüschen essen. Okay, Nahrung kommt jetzt langsam zusammen. Der sammelt direkt vor seiner Hütte Pilze. Ich kann ja mehr als einen Pilzsammler haben, oder? Einen kann ich haben. Okay. Ist ein bisschen unpraktisch, aber wenn der Pilz sich so weit entwickelt hat, machen wir jetzt ihn zum Druiden. So, du haust dir den Bauch voll. So, Lotjolf kann trainiert werden. Was ich auch machen könnte übrigens, ist jetzt Öl im großen Stil produzieren, um die beiden Indianerstämme auszahlen zu können oder ihnen helfen zu können, wie man es nennen möchte. Und dann nachher einen von den beiden Pilzsammlern zum Farmer zurückzumachen. Na, du hast aber ziemlich schnell den Pilzsammler erfunden. Ach so, weil die Pilze schon gleich eingelagert werden. Mist. Ja gut, dann mache ich Pin. Direkt zum Pilzsammler, dann wird der nachher Druide. Dann kriegt der Druidenmäßig ein Einsiedlerzelt. Ach Blödsinn, das ist ein bisschen doof jetzt. Weil ich habe Ingi schon verheiratet. So, das heißt, du lernst noch Pilz sammeln. Wo ist mein... Da ist mein... Also ich werde versuchen, mich hier ein bisschen mehr aufs Tauschhandeln zu konzentrieren. Bei denen kriege ich auch nicht viel besonderes Zeug. Aber halt bei denen gerade Wolle zu... Na, das bringt mir aber auch nichts. Ich brauche, um die Wolle verarbeiten zu können, brauche ich jemanden, der Wolle verarbeiten kann. Ja gut, du hast Pilz in der Schule gelernt. Wo bist denn du gerade? Ach da. Ne, und du kannst ja nicht arbeiten, weil wir schon einen Pilzsammler haben. Ja.
Ja, hier ein Wohnzelt hinstellen. Das heißt, ich muss die beiden allerdings wieder zu Bauarbeitern machen.